Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zum Video vom Balkonkraftwerk, was uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde von der Firma Akkurat. Und mit der Firma habe ich auch ganz eng zusammengearbeitet, um das Ganze hier umsetzen zu können. Also die ganzen Experten von der Firma, die haben mir wirklich hier und da wirklich mal dabei geholfen. Ich muss aber sagen, ein kleines Prozentchen von dem Gesamtprojekt, das fehlt uns noch, damit es wirklich komplett funktioniert. Aber dazu später mehr. Es ist beziehungsweise kann ich auch jetzt schon mal so ein bisschen anteasen. Und zwar habe ich aktuell noch das Problem, dass der Wechselrichter mit diesem Netzteil, mit dem Labornetzteil, was wir hier verwenden, nicht anspringen möchte. Also aus irgendeinem Grund ist da irgendein Sicherheitsmechanismus verbaut, der das Ganze nicht laufen lässt. Aber man kann das Ganze quasi theoretisch auch einfach mit irgendeinem anderen Netzteil machen oder da noch irgendwas dazwischen schalten, vielleicht einen DC-DC-Konverter oder sonst was. Aber das ist das, was ich hier quasi in der Community regeln möchte. Sobald wir da auch eine passende Lösung gefunden haben, werde ich das auch unten in den Kommentaren, schaut also mal rein, vielleicht gibt es schon eine passende Lösung, einfach als angepinnten Kommentar oben dran packen. Und natürlich auch, schaut bitte im Forum vorbei, denn alles, was ich hier quasi erkläre, wird im Forum, findet ihr unten schimmer-media.de ist das Forum, und dort werden wir einen Beitrag machen, der genau zu diesem ganzen Projekt hier quasi geht, wo alle Sachen nochmal detailliert erklärt werden, jeder Schritt nochmal einzeln erklärt wird, wie man quasi zum Ergebnis kommt, wie man gewisse Sachen programmiert und so weiter und so fort. Also das wird alles quasi da reingepackt. Und genau auch das Programm, womit wir quasi diese Automatisierung hier heute machen. Das habe ich selber geschrieben, sage ich mal, mit Blockly. Und ich stelle euch quasi mein Blockly-Script da komplett zur Verfügung. Und das kann da noch optimiert werden und so weiter und so fort. Ne, also das möchte ich quasi alles hier euch mal sagen. Ich habe auch ein paar Timestamps unten reingemacht. Denn wir haben hier verschiedene Steps. Als erstes möchte ich jetzt eben hier mal in der Theorie erklären, was wir hier jetzt quasi machen. Und dann gehen wir zur Praxis und dann erklären wir Step by Step, Praxis für Praxis, die einzelnen Sachen, bis wir halt hin zum fertigen Ergebnis kommen. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, wir haben hier eine Pinnwand. Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Theorie. Ich habe hier ein paar Sachen vorbereitet. Als erstes haben wir hier unten, mache ich mal einfach hin, ein Haus. So, und das Haus wollen wir, ich glaube, ich hoffe, man sieht das. Kann man das sehen? Ja, doch, das kann man sehen. Wir haben hier ein Haus und das Haus, das möchten wir natürlich irgendwie mit Strom versorgen und das Ganze vielleicht auch möglichst smart. Jetzt muss man natürlich wissen, wo ich herkomme. Ja? Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich sehr, sehr, sehr viel zum Thema Smart Home auf meinem Kanal gemacht habe. Und mein Haus ist quasi ein komplett smartes Haus. Das kann komplett mitdenken mit allem drum und dran. Und wie habe ich das umgesetzt? Na ja, ganz einfach, mit einem I.O.-Broker. Um einen I.O.-Broker umsetzen zu können, könntet ihr zum Beispiel am Anfang, so habe ich auch angefangen, einen Raspberry Pi benutzen. Das ist ein kleiner Mini-Computer. Machen wir mal das hier so direkt daneben. So. So, ein Raspberry Pi. Und auf diesen Raspberry Pi machen wir die Software I.O. Broker drauf. Also, dann machen wir mal zwei Pins, damit das auch hier hält. So. Und so. Genau. Also das ist quasi erstmal der Ist-Zustand. Ne? Quasi wir haben unser Haus, wir haben einen kleinen Server, ne, quasi jetzt hier in dem Beispiel einen Raspberry Pi, wo die Software IO-Broker draufläuft. IO-Broker, ganz kurz zusammengefasst, ist quasi eine Software, eine Smart-Home-Software, Zentralsoftware, womit ihr alle Smart-Home-Geräte, die aktuell auf dem Markt existieren, also nahezu alle, miteinander kombinieren könnt. Das heißt, es ist egal, ob ihr Philips Hue habt oder ob ihr irgendwelche Alexa-Produkte habt oder ob ihr Siri, Smart, also quasi die Apple-Steuerung oder sowas habt. Egal, was ihr quasi habt, ihr könnt es über den IO-Broker miteinander kombinieren und Geräte auch von verschiedenen Herstellern somit miteinander kompatibel machen, dass die quasi miteinander sprechen können. Und
ja, dadurch wird das ganze Haus einfach noch viel, viel, viel smarter. Also schaut euch da gerne, wenn ihr da ein bisschen mehr zu sehen wollt, einfach mal auf meinem Kanal um. Da findet ihr tausende Videos. Ich habe damit meine Rollläden smart gemacht. Ich habe damit meinen Staubsaugerroboter smart gemacht. Mein Rasenmäherroboter ist damit komplett smart. Ich habe die Rollläden, habe ich schon gesagt, glaube ich. Meine Heizungen sind komplett smart, also Infrarotheizung. Mein Pelletofen habe ich smart gemacht. Also wirklich, egal was in meinem Haus irgendwie smart gemacht werden konnte, habe ich smart gemacht und das läuft alles komplett über den I.O. Broker. Also das ist wirklich schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung, wenn wir das Ganze hier so umsetzen wollen. Jetzt ist es natürlich so, dass Strom immer teurer wird. Ich glaube, man kann das auch schon so ein bisschen sehen. Ich habe auch schon eine große PV-Anlage. Allerdings handelt es sich hier bei dem Balkonkraftwerk um das Balkonkraftwerk für meine Oma, denn die sollte ja auch ein bisschen Strom sparen. Und da haben wir in erster Linie das, was natürlich jedem erstmal auffällt. Wir haben Photovoltaikmodule. Die machen wir mal hier oben in die Ecke. So. So, die Photovoltaikmodule. Und die Photovoltaikmodule haben natürlich auch einen Wechselrichter. Ja, so ein Wechselrichter. In dem Fall ist es quasi ein Wechselrichterstecker fertig, weil wir ja hier ein Balkonkraftwerk haben. Das ist ja bei vielen Balkonkraftwerken ist das der Fall. Quasi, ihr habt das Balkonkraftwerk, da sind ein paar Kabel dran. Die Kabel schließt ihr quasi an diesen Wechselrichter an und von dem Wechselrichter geht ihr dann quasi einfach direkt in die Steckdose. Das ist das Einfachste. In meinem Fall haben wir natürlich aber hier ein bisschen mehr Kabel verlegt und so, weil hier sind quasi die Photovoltaikmodule. Dann habe ich hier draußen nochmal eine kleine Sicherung dran gebaut und bin dann über den Dachboden ins Treppenhaus gegangen und habe quasi halt einfach nur noch eine Sicherung davor geschalten. Aber im Prinzip, um das hier einfach zu erklären, Module, Wechselrichter und Wechselrichter geht quasi direkt ans Haus. Ne? Also müsst ihr euch vorstellen, in der simplen Schaltung habt ihr, wenn ihr ein Balkonkraftwerk habt, einfach die Module, dann ist da euer Wechselrichter und vom Wechselrichter geht ihr direkt ans Haus, ohne hier irgendwie eine smarte Steuerung zu haben. So, jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen verbessern. Womit verbessert man ein Balkonkraftwerk? Damit man zum Beispiel auch nachts den Strom nutzen kann. Mit einem Speicher. In unserem Beispiel nehmen wir jetzt die Blueti AC 200 Max. Die machen wir mal hier direkt daneben. So. Machen wir mal hier da drüber. So. Die AC 200 Max deswegen, denn wir haben am Anfang die AC 200P benutzt, habe ich auf dem Zweitkanal auch schon mal ein kleines Video dazu gemacht. Da haben wir aber auch noch eine ganz andere Schaltung versucht. Die hat überhaupt nicht funktioniert, leider. Aber das hier funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, es fehlt nur noch dieses 1%, dass wir den Wechselrichter eben ans Laufen bekommen mit unserem Labornetzteil. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin in der Community. AC 200P war vor, also das ist die AC 200 Max, die AC 200P ist leider nicht smart. Also die kann man nicht smart machen. Die AC 200 Max hat quasi die Möglichkeit, die über Bluetooth steuern zu können. Und damit wir die auch noch komplett smart bekommen, weil über Bluetooth ist ja auch schon zwar ganz cool, aber wir wollen das Ganze natürlich alles im WLAN drin haben und vor allem, wenn wir es halt richtig steuern wollen, in unserem I.O.-Broker drin haben. Und damit wir die AC 200 Max in unserem I.O.-Broker steuern können, gibt es auch schon ein Projekt, das habe ich auch natürlich im Forum schon verlinkt, zeige ich euch gleich auch nochmal und dann können wir das umsetzen. Dafür brauchen wir ein ESP32. Das ist quasi so ein kleines, so eine kleine Node-MCU, sag ich mal, auf Basis von einem ESP32. Also es ist quasi ein WLAN-Chip, müsst ihr euch so vorstellen. Ja? Ist wirklich so ein kleines Ding ist das hier. Und da kommt eine gewisse Software drauf, gehen wir gleich im Video noch weiter drauf ein, wie das so funktioniert etc. pp. Das ist eigentlich im Prinzip alles sehr einfach. Und mit dieser Software emulieren wir im Grunde genommen die Bluetooth-Steuerung. Also das Gerät verbindet sich quasi mit Bluetooth mit der AC 200 Max, hat aber auch WLAN eingebaut und ist dann quasi in unserem Haus WLAN drin. Und dann können wir über unseren I.O.-Broker hier unten können wir quasi Befehle per WLAN an diesen ESP32, also an diese Node-MCU senden und die Node-MCU gibt das Ganze dann per Bluetooth weiter an die AC 200 Max und somit haben wir quasi die AC 200 Max in unserem WLAN drin. Wir können da zum Beispiel auslesen, wie viel Ladestand wir aktuell haben, also wie viel Akku haben wir quasi noch in unserem
in unserem Speicher drin. Wir können die AC-Eingänge ein- und ausschalten. Wir können DC-Eingang ein- und ausschalten. Wir können sogar nachgucken, wie die Zellen von noch sind, also ob von der Qualität her, ob die noch gut sind, wie viel Volt die noch haben, etc. pp. Also wir können hier wirklich einiges an Daten auslesen und auch steuern. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Dann haben wir jetzt hier auch verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel entweder mit beiden Panels an den Speicher gehen und den Speicher einfach nur laden und dann theoretisch von dem Speicher irgendwie an den Wechselrichter und dann quasi ins Haus. Aber ich habe das hier so umgesetzt, dass nur ein Panel an dem Speicher dran hängt, um den Speicher zu laden. Das andere Panel hängt direkt über den Wechselrichter am Haus dran, um das Haus quasi direkt tagsüber, jetzt aktuell, wo Sonne ist, mit Strom zu versorgen, während das andere tagsüber einfach den Speicher füllt. Jetzt müssen wir natürlich von dem Speicher auch wieder, ne, also die Energie, die jetzt hier drin gespeichert ist, müssen wir ja auch irgendwie wieder ins Haus bekommen. Wie machen wir das? Naja, ganz einfach, indem wir mit der Energie, die im Speicher ist, über so ein Labornetzteil hier, ja, das Labornetzteil, das mache ich mal hier oben noch mit daneben. Das Labornetzteil soll jetzt quasi, wird hier einfach über AC-Seite, wird das hier hinten mit Strom versorgt. Und das Labornetzteil soll jetzt ein Photovoltaikmodul quasi simulieren. Also das Labornetzteil ist dann wiederum an dem Wechselrichter angeschlossen, der Wechselrichter wiederum am Haus. Ne? Und so haben wir quasi, weil wir haben ja hier zwei Anschlüsse an dem Wechselrichter, eigentlich einmal für linkes Panel, rechtes Panel, aber in dem Fall haben wir quasi nur ein Panel angeschlossen, was an dem Wechselrichter dran ist. Das andere Panel hängt ja an dem Speicher dran. Und von dem Speicher aus gehen wir jetzt quasi an das Labornetzteil, von dem Labornetzteil an den anderen Anschluss vom Wechselrichter. Das heißt, ne, wir haben quasi einmal ein Panel direkt dran und einmal das Joy-It-Netzteil hier dran. Und das Joy-It-Netzteil selbst, das ist auch noch nicht smart, aber auch das, da gibt es auch schon ein Projekt zu, damit wir auch das smart steuerbar machen können. Deswegen auch das Joy-It-Netzteil bekommt quasi hier so eine Node-MCU dran, damit wir das Ganze dann auch über WLAN steuern können. Auch das habe ich im Forum detailliert nochmal erklärt. Und jetzt haben wir natürlich noch ein Problem. Woher soll denn das Joy-It-Netzteil quasi wissen, wie viel Strom es aktuell über den Wechselrichter ans Haus schicken soll? Dafür haben wir hier noch ein weiteres Ding, und zwar haben wir hier den Shelly 3EM. Das ist ein, machen wir es mal hier unten hin, genau. Der Shelly 3EM, den können wir nämlich wunderbar benutzen. Der hängt quasi in unserem Haus im Stromkasten drin, an allen drei Phasen. Ja, weil wir haben ja, ein Haus wird über drei Phasen gespeist. Ne? Und das könnt ihr auch ganz einfach daran erkennen, zum Beispiel vor euren Backofen habt ihr drei Sicherungen im Sicherungskasten. Ja, Sicherung 1, Sicherung 2, Sicherung 3. Was entspricht Phase 1, Phase 2, Phase 3? Ja, das heißt, es wird quasi dreiphasig vom Strom, also von der Straße aus, in unser Haus eingespeist, in die Wohnung. Und hier können wir quasi auf allen drei Phasen, also jeder Zähler ist mit drei Phasen angeschlossen, hier können wir auf allen drei Phasen einfach mit so ein paar Klemmen, die um diese drei Phasen drumherum sind und auch eben physisch auch an dem Shelly 3EM angeschlossen sind, können wir genau ermitteln, wie viel Strom wir auf welcher Phase aktuell verbrauchen, dementsprechend auch ermitteln, welche Phase die ist, wo wir am meisten Strom brauchen. Eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt, weil eigentlich wird das über den Zähler, werden die drei Phasen quasi wieder nivelliert. Also es ist quasi, wenn du jetzt auf einer Phase mehr verbrauchst, auf der anderen weniger und so, das macht, ist quasi am Zählerstand im Endeffekt egal, wo man jetzt mehr einspeist oder verbraucht oder so. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte trotzdem auf die Phase einspeisen, wo am meisten Verbrauch da ist. Und wir haben quasi hiermit ermittelt, dass wir auf der Phase 1 bei meiner Oma in der Wohnung den meisten Stromverbrauch haben. Sprich, auf der Phase 1 ist wahrscheinlich der Router bei ihr dran. Auf der Phase 1 haben wir den Kühlschrank dran. Das sieht man auch ab und zu, wenn der Kompressor anspringt, dass dann der Wattverbrauch nach oben steigt. Vom Kühlschrank, wenn der also anfängt so zu brummen, kennt man ja manchmal. Phase 1 ist die, die am meisten Strom verbraucht. Und
dann bin ich einfach hergegangen und habe quasi den, am Sicherungskasten eine Steckdose, die für Phase 1, also die quasi an Phase 1 angeschlossen ist, gezogen. Und an der Steckdose hängt quasi hier unser Wechselrichter. Ja, weil wir haben ein steckerfertiges Balkonkraftwerk. So. Und wenn wir quasi den Wechselrichter auch an genau dieser Phase anschließen, wird auch über diese Phase einphasig eingespeist. Und genau. Und jetzt haben wir quasi alle Komponenten schon zusammen. Das heißt, wir haben jetzt hier mit dem Shelly 3EM nicht nur ermittelt, auf welcher Phase wir einspeisen, sondern wir können auch live gucken, wie viel Stromverbrauch wir haben. Und all diese Sachen reden jetzt hier mit dem IO-Broker. Na, alle Sachen sind quasi mit dem IO-Broker verknüpft und können mit dem IO-Broker reden. Ja, der IO-Broker ist quasi das Gehirn von unserem Haus. So muss man sich das vorstellen. Und jetzt können all diese Sachen separat mit dem IO-Broker reden. Und da haben wir ein kleines Programm geschrieben, was diese Sachen smart miteinander interagieren lässt. So, und das heißt, wir gucken über den Shelly 3EM. Wir machen das abends so ab 18, 19 Uhr oder sowas, lassen wir das quasi automatisiert einschalten. Und dann wird quasi über den Shelly 3EM wird geschaut, wie viel Strom haben wir aktuell Verbrauch im Haus. Also wie viel Strom wird gerade verbraucht. Sagen wir zum Beispiel 50 Watt. So, dann wird quasi der Speicher, sagt dann quasi, beziehungsweise der Speicher wird abgefragt, wie viel Strom hat er jetzt gespeichert, also zu wie viel Prozent ist er geladen. Wenn das Ganze, ich glaube, über 10% oder sowas ist, habe ich eingestellt im Programm, dann soll das Programm aktiviert werden, beziehungsweise deaktiviert werden, wenn es unter 10% hat, damit wir quasi die Nacht über noch genügend Strom speichern, bis wir halt am nächsten Morgen wieder Sonne bekommen, damit das Ganze wieder voll gemacht werden kann. Das Labornetzteil wird dann quasi, wenn wir auf 50 Watt hier quasi über den Shelly 3EM gemessen haben, wird das Labornetzteil quasi auf genau diese 50 Watt eingestellt. Das heißt, wir lassen dauerhaft einfach auf 60 Volt stehen und regulieren quasi nur die Amperezahlen. Ja? Weil Volt mal Ampere ist gleich Watt. Ja, das müsst ihr quasi, das ist einfach einfache Mathematik. Zum Beispiel, wenn wir jetzt 600 Watt erzeugen möchten und das Ganze auf 60 Volt steht, müssen wir einfach auf 10 Ampere einstellen, denn 10 mal 60 ist gleich 600. Ne? Quasi 10 Ampere mal 60 Volt sind 600 Watt. Ganz einfache Rechnung. Und dafür habe ich ein kleines Programm geschrieben, was quasi die Amperezahl hier von dem Labornetzteil immer so nachregelt, dass wir genau auf die Strommenge kommen, die hier über den Shelly 3EM gemessen wird. Ist alles sehr theoretisch, aber ich versuche das relativ bildlich darzustellen und zu erklären. Ich glaube, man versteht es auch. Ne, das heißt, das Labornetzteil regelt immer den Wert nach, der über den Shelly 3EM gemessen wird im Sicherungskasten vom Haus. Wie viel Stromverbrauch haben wir aktuell? Und genau das wird dann halt über die Nacht eingestellt. Damit wir nicht zu viel einspeisen nachts, aber auch nicht zu wenig, sondern exakt genau das an Strom wird entnommen aus dem Speicher, was wir benötigen. Das heißt, wir haben nachts quasi eine Null-Einspeisung. Wir nehmen quasi aus dem Speicher nur den Strom, der aktuell auch wirklich im Haus gebraucht wird. Das ist halt dann nachts, wenn man schläft, einfach nur für den Kühlschrank, für den Router, für das Telefon, für die ganzen Standby-Geräte. Ne? Das ist quasi die Grundlast. Ja? Mehr nicht. Oder wenn man mal nachts aufs Klo geht, vielleicht mal das Licht anmacht. So, dafür halt. Genau. Und so funktioniert das Ganze im Grunde genommen auch dann schon relativ smart. Und das ist halt das, was wir heute hier im Video umsetzen möchten. Beziehungsweise eigentlich schon umgesetzt haben. Ich zeige euch jetzt quasi nur noch im Nachgang, welche Schritte ich quasi alles unternommen habe. Also Step by Step. Und dafür gehen wir jetzt mal rein an den Rechner. Und da zeige ich euch mal da noch ein paar Sachen. Und zwar haben wir hier den Forum-Beitrag. Da wird natürlich nachher noch ein weiterer Beitrag unten zukommen. Hier seht ihr erstmal schon mal das erste Video, was wir dazu hochgeladen haben. Könnt ihr euch gerne hier mal angucken. Geht auch eine halbe Stunde. Und hier sehen wir quasi, wie das vorher geplant war. Nur weil das vorher so geplant war, heißt es nicht, dass wir es jetzt auch so umgesetzt haben. Das hat aus diversen Gründen nicht funktioniert, weil die Shellys halt eben von den Produktangaben leider nicht so waren, wie sie, ja, wie der Hersteller das angegeben hat, sondern leider etwas anders. Aber das ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben ja quasi einen Plan B gefunden. Und zwar
genau, hier auch, wie Trailjumper hier geschrieben hatte, dass wir das hiermit doch umsetzen könnten, habe ich hier schon mal aufgemacht. Und zwar haben wir hier Blueti ESP32 Bridge. Habe ich ja eben hier gezeigt. Wir haben ja hier die Blueti AC200 Max, die wir eben mit einem ESP32 hier smart steuerbar machen. Und genau das können wir realisieren, indem wir natürlich auf den ESP32 eine entsprechende Software draufpacken. Dafür benötigen wir eine Software namens Arduino IDE. Ich verlinke euch das natürlich mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach hier runterladen, hier quasi für Windows. Und dann könnt ihr hier einfach Just Download, Next. Und dann seht ihr, hier wird das auch schon runtergeladen. Hier könntet ihr quasi noch irgendwelche Sachen eingeben, braucht ihr aber nicht. Und dann könnt ihr hier im Prinzip einfach schauen. Hier seht ihr noch, ihr braucht ein paar Libraries. Die könnt ihr hier nachinstallieren. Die haben wir hier quasi hier alle verlinkt. Könnt ihr einfach quasi draufklicken, beziehungsweise die jeweiligen Sachen hier in den Libraries dann quasi suchen. Habe ich auch schon ein paar Videos zu gemacht, wie das funktioniert. Schaut euch die gerne mal an. Ansonsten gebt einfach mal bei YouTube ein Arduino IDE Library installieren. Genau, und dann stehen hier auch noch die Einstellungen, die ihr bei der Arduino IDE einstellen müsst. Und zwar unter Partition Scheme Tools müsst ihr das Partitions Scheme to Minimal SPFs, 1,9 MB App with OTA und 190 KB SPIFS einstellen. Das heißt, hier sieht man das dann quasi auch, wie das dann im Programm aussieht. Man geht hier quasi in diese Einstellungen rein und dann hier unter Partition Scheme, ja, hier könnt ihr nach rechts gehen und dann hier Minimal SPIFS und dann wählt ihr das hier aus. Wenn ihr das Ganze drauf geflasht habt, dann seht ihr einen Hotspot. Da könnt ihr zum Beispiel mit eurem Handy oder Laptop oder sonst was connecten. Seht ihr hier auch Just Connect to ESP 32 to Power Supply. Genauso, ihr müsst quasi einfach nur an eine Energiequelle das Ganze dran packen. Ihr habt ja quasi so einen USB-Typ-C Anschluss da dran. Und dann könnt ihr einfach mit dem Handy oder mit dem Laptop quasi einfach drauf connecten auf den Hotspot und dann werdet ihr entweder automatisch weitergeleitet oder ansonsten müsst ihr auf 192.168.4.1 im Webbrowser gehen und dann seht ihr folgendes, ne? Wi-Fi Manager Bluetooth ESP32, Bluetooth ESP32. Dann könnt ihr hier einfach Configure Wi-Fi klicken, da gebt ihr dann quasi eure SSID ein, also wie euer Wi-Fi heißt, dann das Wi-Fi Passwort. Dann könnt ihr hier den MQTT-Server hinterlegen. In unserem Fall ist das halt der auf unserem I.O.-Broker. Entsprechend hier den Port natürlich beachten. Dann den MQTT-Benutzernamen, MQTT-Passwort und dann halt eben ein UTA, ein OTA-Username und ein OTA-Passwort. Das ist, weil wenn ihr quasi einen Over-the-Air-Benutzer und Over-the-Air-Passwort halt habt, um das Ganze flashen zu können. Und dann ganz wichtig, die Blueti Bluetooth-ID. Also die ID, die Bluetooth-ID von eurem, von eurer Blueti AC200 Max, die müsst ihr hier eingeben, damit das Ganze quasi sich entsprechend verbindet. Wenn ihr dann hier alles eingetragen habt, dann klickt ihr hier unten einfach auf Save und dadurch wird das Ganze quasi automatisch gespeichert, einmal neu gestartet und gesetzt im Fall, dass ihr quasi dann eure Blueti AC200 Max in der Nähe habt und quasi auch in Reichweite natürlich von WLAN-Empfang seid, dann wird das Ganze einfach sich mit dem WLAN verbinden und auch mit dem Bluetooth der AC200 Max verbinden und somit habt ihr das Ganze quasi in eurem I.O.-Broker drin, über MQTT halt einfach. Ihr habt dann auch noch eine Web-Oberfläche, das sieht jetzt hier in meinem Fall so aus, Blueti MQTT Manager, Bridge Web Server. Und da haben wir hier einmal die IP-Adresse von unserem ESP32. Wir sehen hier, mit welchem WLAN ich verbunden bin. Über MQTT bin ich hier mit dem Server mit der 21 über den Port 1886 verbunden. Hier sieht man dann quasi auch die Messages und hier Connected 1, also über eine Connection ist das miteinander verbunden. Ihr seht hier meine Device-ID und darüber ist das hier quasi alles miteinander verbunden. Ich habe das jetzt letztens erst wieder neu gestartet, deswegen steht hier eine Stunde. Aber ansonsten könnt ihr hier auch noch sehen, wie viele Tage und so weiter das Ganze am Laufen ist. Genau.
Jetzt gehe ich mal in meinen IO-Broker rein und zeige euch genau diesen Part. Ihr seht hier Objekte, MQTT und dann habe ich hier die AC200 Max. Kann ich jetzt hier quasi aufklappen, einmal Command und einmal State. Bei Command seht ihr, ich kann jetzt hier zum Beispiel AC-Output ist jetzt aktuell auf On, könnte ich jetzt auch auf Off stellen. Ich könnte hier DC-Output On, Off stellen. Grid Charts, also ich kann quasi einschalten, ob das jetzt überhaupt, ob eingeschaltet sein soll, dass jetzt über die PV-Module geladen werden kann oder nicht. Also das kann man hier quasi alles separat ein- und ausschalten. Ich kann das Gerät in den Sleep Mode setzen, auch aus dem Sleep Mode wieder rausholen. Also man kann hier wirklich verschiedene Sachen einstellen und das funktioniert wirklich einwandfrei. Hier unten haben wir quasi die States und da kommt halt das, was ich auch zu Anfang auch schon gesagt hatte. Hier können wir verschiedene Sachen einsehen. Wir können zum Beispiel hier die IP-Adresse von dem Gerät nochmal einsehen. Wir können hier die Modellnummer quasi, also Device Type AC200M, ne, für Max. Wir können hier teilweise aus einzelnen Akkuzellen die, die Voltage sehen. Hier 3,34 Volt, 3,33, kann man hier quasi alles sehen. Und was für uns vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, weiter unten können wir Total Battery Percent sehen. Also wir sehen hier quasi, zu wie viel Prozent die Batterie geladen ist. Aktuell ist sie schon zu 100% geladen. Wir haben jetzt auch schon 16.47 Uhr und das ja, Ganze lädt schon seit heute Morgen irgendwann, also da haben wir jetzt inzwischen schon 100% geladen. Das funktioniert auch einwandfrei. Vor allen Dingen können wir hier auch noch sehen, mit wie viel Watt gerade, also wir könnten quasi auch sehen, mit wie viel Watt gerade geladen wird. Müsste man hier auch irgendwo sehen können, kann aber sein, dass da jetzt gerade halt nichts davon steht, weil wir halt eben zu 100% vollgeladen sind. Hier bei DC Input Power würde das wahrscheinlich stehen. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe es nicht mir genau angeguckt. Aber theoretisch könnten wir auch sehen, mit wie viel Watt gerade das Ding geladen wird. Brauchen wir aber für unsere Steuerung nicht, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn wir das nicht haben. Genau, aber das wollte ich euch soweit schon mal zeigen. Hier wird schon einiges angezeigt. Dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt. Die BlueEti AC200 Max haben wir jetzt mal abgehakt. Dann haben wir natürlich noch hier das Joyit-Netzteil, was wir auch steuerbar machen möchten. Das habe ich auch hier schon mal gut vorbereitet, würde ich sagen. Und zwar haben wir da im Forum schon einen entsprechenden Beitrag, den ich geschrieben habe. Genau, und zwar einmal hier. Ja, ich habe es geschafft, das Joyit-Netzteil mit einer Node-MCU und einem ESP-Home-Firmware in IO-Broker hineinzubekommen. Genau, also hier müsst ihr euch das genau durchlesen. Ich habe hier ein paar Screenshots mit dazu gepackt. Ne? Also quasi hier hat man dann die Variation. Und davon würde ich allerdings abraten, da dies zu Problemen bei der Installation führen kann. Ja? Und hier sehen wir das Ganze quasi über ESP-Home. Ja, kann man sich hier quasi alles dann angucken. So sieht das dann im Joyit-Netzteil quasi aus, wenn man über ESP Home drin verbunden ist. Hier müsst ihr im Grunde genommen einfach nur das lesen, was ich hier quasi sage. Ne? Quasi hier ESP Home Adapter über IO Broker installieren. Müsst ihr in die Einstellung IO Broker Repositories Haken bei Beta setzen. Sonst sieht man die ESP Home Adapter nicht. Ja, also quasi hier beim IO Broker, bei den Adaptern einfach den Haken in den Einstellungen bei Beta setzen. Das ist Repositories und dann hier quasi aktuell steht es auf Stable. Ihr müsst dann den Haken hier bei Beta auch noch setzen, damit ihr diese Adapter quasi auch sehen könnt und dann kriegt ihr hier den ESP Home Adapter angezeigt, dann könnt ihr den installieren. Und wenn ihr den installiert habt, habt ihr den dann quasi hier an der Seite und ihr seht jetzt hier, Joyit Netzteil ist jetzt hier aktuell auf Offline, weil ich das hier ausgeschaltet habe über ESP Home, weil das bei mir über MQTT läuft. Aber ne, im Prinzip dann so wird das Ganze angezeigt und genau das beschreibe ich alles hier mit Screenshots und so weiter und so fort. Und dann habt ihr hier quasi auch dann den, kriegt ihr hier Schritt für Schritt alles angezeigt, so wie das eben funktioniert. Macht ihr einfach quasi hier alles nach. Und
hier ist quasi auch, das ist das Wichtige, das ist nämlich meine YAML, ja, von ESP Home, und da müsst ihr halt eben entsprechend Sachen anpassen. Hier zum Beispiel das Fallback-Dings, dann hier die Wi-Fi-ID, euer Wi-Fi-Passwort und so. Einfach hier quasi alles ausfüllen. Das könnt ihr einfach copy und pasten. Und wenn ihr das Ganze quasi fertig gemacht habt, einfach hinten am Steuergerät von dem Joyit-Netzteil, seht ihr jetzt hier, da steht TX, hier steht RX, hier steht 5 Volt. Ne, da stehen quasi die ganzen Sachen drauf. Hier ist nochmal ein bisschen genauer. 3,3 Volt, EN, GND für Ground, 5 Volt, RX, TX. Ne? TX für Transmit, RX für Receive. Und hier habe ich auch nochmal quasi genau das Gegenstück. Hier seht ihr auch RX für Receive, TX für Transmit, GND für Ground, 3,3 Volt. Diese vier Sachen müssen verbunden werden. Und wenn ihr dann hier seht, ne, 3,3 Volt muss mit 3,3 Volt verbunden werden. GND mit GND, also Ground mit Ground. TX muss mit RX verbunden werden und RX muss mit TX verbunden werden. Ne, das ist ja logisch, das muss ja, ne, es bringt ja nichts, wenn Empfang mit Empfang und Senden mit Senden verbunden wird, sondern die sollen ja miteinander kommunizieren. Deswegen TX mit RX und RX mit TX. Genau, so mit diesen Jumper-Kabeln miteinander verbinden. Und wenn ihr das alles gemacht habt und quasi auch hier im Netzteil, also ihr müsst quasi auf TTL, also in dem Joyit-Netzteil müsst ihr auf TTL umstellen, habe ich jetzt hier auch quasi geschrieben. Ich habe sogar hier genau erklärt, mit welchen Tasten, ne, quasi Shift und dann 0 drücken und so weiter und so fort, wie ihr genau dahin kommt, und dann quasi hier auf TTL und dann kommt ihr quasi dahin. Und wenn das alles anständig drin ist, dann könnt ihr das quasi hier am Ende so drin sehen. Auch hier unter MQTT seht ihr das. Wir gehen mal live in den I.O. Broker rein, gucken wir mal hier rein. Warte. Und zwar unter Objekte. Machen wir hier BlueET mal zu. Genau hier Joyit Netzteil. Und da haben wir das Ganze dann quasi hier drin. Und das hier würde dann quasi, also ne, wir haben jetzt hier dauerhaft 60 Volt eingestellt. Und hier steht jetzt hier aktuell 0,7 wäre hier eingestellt. Das können wir aber quasi so ab 19 Uhr wird das dann quasi automatisch nachgeregelt und eingestellt. So, jetzt haben wir quasi. Jetzt haben wir quasi das Netzteil auch noch smart und jetzt brauchen wir natürlich noch den Verbrauch. Also wir müssen natürlich live gucken können, wie viel Stromverbrauch habe ich denn. Und da wurde hier auch natürlich schon von jemandem gepostet, womit man das machen kann. Genau hier, der Marc hat das gepostet. Das ist übrigens der Marc von Akkurat. Der hat das hier gepostet und zwar mit einem Shelly 3EM. Ja. Intelligenter Dreiphasen-WLAN-Energiezähler. Genau, hier steht auch Marc von Akkurat. Der hat das hier uns reingepostet. Wir haben das Ganze auch schon installiert. Wichtig ist, ihr müsst aufpassen. Das habe ich hier nämlich auch mal gemutmaßt. Und es war auch tatsächlich so, die Werte, ja, also man muss es quasi umgekehrt montieren. Genau hier, einfach andersherum, sprich vom Zähler kommend. L muss der Pfeil Richtung K, Richtung Verbraucher, weil dann, sonst hat man Minuswerte. Ne? Das muss quasi umgekehrt montiert werden vom Pfeil her. Und wenn ihr den Shelly dann drin habt, dann könnt ihr das Ganze hier so sehen. Ihr seht jetzt hier, aktuell haben wir 0,07 Kilowatt. Und hier haben wir auf Phase A haben wir 68 Watt. Auf Phase B haben wir 2 Watt und 0 Watt, genau. Das ist halt jetzt aktuell live und genau. Gehen wir hier mal Phase, also E-Meter 0, also Phase 1, sind wir jetzt aktuell hier 75,71 Watt. Das ist jetzt hier live und aktuell laufen da 0,6 Ampere drüber. Also das kann man sich quasi hier alles angucken. Und ja, jetzt kann man hier auch noch Total und so weiter und so fort, kann man sich hier alles angucken. Das sind halt die ganzen Daten, die halt eben von dem Shelly 3EM dann kommen. Wenn man dann hier den Shelly Adapter installiert hat, so wie gesagt, dann ist das dann hier alles dann drin.
Und damit haben wir eigentlich jetzt auch schon alles zusammen im IO-Broker drin und können jetzt auch schon hier zu unserem Programm gehen. Das habe ich hier schon mal aufgemacht. Wie gesagt, wenn ihr das importieren möchtet, ich habe jetzt hier euch den Part hier quasi im Forum mal reingestellt. Das könnt ihr einfach im Forum einfach alles in die Zwischenablage kopieren. Und wenn ihr die Blöcke dann hier importieren wollt, ihr macht dann quasi hier einfach auf dem Plus ein neues Skript auf, dann ist das hier leer und dann geht ihr hier oben rechts auf Blöcke importieren, fügt das hier quasi ein und klickt jetzt dann auf Import und dann sieht das genauso aus hier wie bei mir. Also that's it im Grunde genommen. Und hier passiert jetzt eigentlich die Magie, weil jetzt haben wir alles in unseren IO-Broker reingebracht, alles steuerbar gemacht. Jetzt vom Anschluss her auch nochmal ganz kurz erklärt. Damit ihr das versteht, und zwar haben wir das jetzt so, ganz kurz mal so machen, so, haben wir das jetzt so gemacht, wir haben ein Panel direkt über den Wechselrichter an der Steckdose vom Haus angeschlossen, ja? Also quasi hier, ich habe quasi hier einfach von Phase 1 im Sicherungskasten, habe ich neben dem Sicherungskasten eine Steckdose gesetzt, die quasi mit Phase 1 verbunden ist, dass wir quasi auf Phase 1 einspeisen. Das heißt, ein Panel geht direkt in den Wechselrichter und quasi vom Wechselrichter direkt über diese Steckdose in den Sicherungskasten und speist auf Phase 1 einphasig ein. Das zweite Panel ist quasi an der Blueti AC200 Max angeschlossen. Die AC200 Max wiederum geht vom AC, ist quasi AC-seitig, ist hier das Joyit-Netzteil, das Labornetzteil angeschlossen, was wir ja auch smart steuerbar gemacht haben. Und vom Labornetzteil, hier von den Ausgängen, gehen wir quasi wieder an, an den Wechselrichter dran. Und der Wechselrichter ist ja über diese Steckdose einphasig auf Phase 1 angeschlossen, was ja quasi mit unserem Haus verbunden ist. Und all diese Sachen, ne, quasi sowohl der ESP32 von der BlueEti AC200 Max, als auch hier die Node MCU vom Joyit-Netzteil und natürlich der Shelly 3EM, all diese Gerätschaften sind mit unserem IO-Broker jetzt verbunden. Über MQTT können wir quasi alle Daten hier über unseren IO-Broker steuern und das ist ja quasi das Gehirn von unserem Haus. Sprich, tagsüber, ne, weil wir haben ja ein Panel direkt über den Wechselrichter am Haus, tagsüber speisen wir direkt von dem einen Panel über den Wechselrichter in unser Hausnetz ein und können den Strom direkt verwenden. Ja? Während das andere Panel tagsüber, und zwar von, ich glaube, was habe ich eingestellt? Warte. Genau, 8 Uhr morgens, ab 8 Uhr morgens bis 19 Uhr lädt das quasi den Akku auf. Theoretisch auch noch davor und danach, aber zu den Zeiten habe ich jetzt halt eingestellt, kommt quasi, wird die Batterie selber nicht aktiv gebraucht, ne, sondern nur danach. Also quasi von 19 Uhr abends bis 8 Uhr morgens ist die Batterie aktiv und wird entladen und in den restlichen Zeiten logischerweise wird sie geladen. Es kann aber auch so sein, dass sie währenddessen nochmal geladen wird. Genau, und dann aber ab 19 Uhr abends schalten, wollen wir das hier anschalten über das hier und dem Wechselrichter quasi simulieren. Ja, ne, ab 19 Uhr haben wir hier ein weiteres Panel, was quasi hier von dem Joyit-Netzteil simuliert wird, um quasi weiterhin einspeisen zu können, was der Shelly 3EM eben sagt, was das Haus braucht. Ne? Das ist halt das, was wir machen möchten. Und damit wir das machen können, haben wir jetzt hier so ein kleines Programm geschrieben. Wir schauen quasi hier oben erstmal, falls das Objekt geändert wird. Also wenn hier quasi jetzt eine Änderung stattfindet, ne? Quasi jetzt hier der Shelly 3EM bei Power. Aktuell sehen wir hier 83,27 Watt. Werden verbraucht. So, wenn da quasi, wenn dieser Wert aktualisiert wird, ja, also oder wenn der geändert wird, so, dann soll quasi das hier alles ausgelöst werden, dieses Programm. Und zwar wird dann erstmal geguckt, okay, es wurde jetzt quasi geändert, ja, und dann wird geguckt, okay, sind wir jetzt, haben wir jetzt zwischen 19 Uhr und 8 Uhr, ja, das heißt, aktuell würde da gar nichts passieren, wir haben jetzt nämlich 17.03 Uhr. Das heißt, aktuell würde da nichts getriggert werden. Aber angenommen, wir hätten jetzt, ich kann jetzt einfach mal 17 Uhr zum Beispiel einstellen. Haben wir mal 17 Uhr. So, guck
quasi zwischen 17 Uhr und 8 Uhr. Das heißt, ne, wir haben jetzt 17.03 Uhr. Das heißt, jetzt wäre, weil wir 17.03 Uhr haben, wenn jetzt abgefragt wird 17 Uhr, dann würde diese Antwort jetzt, also diese Frage mit Ja beantwortet werden. Und dann wird noch eine weitere Abfrage gemacht, genau. Und wenn der Wert von quasi Total Battery, also von der Bluetti AC200 Max, ne, das ist halt das Schöne, dadurch, dass wir jetzt alle Werte hier im I.O. Broker drin haben, können wir das nachfragen. Total Battery Percent, dauert jetzt ein bisschen hier, bis das hier einmal aktualisiert wird. Müsste aber auf 100% stehen, haben wir ja eben schon gesehen. Genau, ihr seht hier 100%. Ja. Also sobald dieser der Batteriewert hier größer oder gleich, ne, das kann man hier quasi einstellen, größer, das ist jetzt größer oder gleich, 15% ist, das heißt, wir wollen mehr als 15% haben oder genau 15%, andernfalls braucht er den Rest hier von dem Programm auch gar nicht zu starten. Ne, diese zwei Abfragen macht er. Haben wir jetzt quasi aktuell zwischen 17, also haben wir zwischen 17 Uhr und 8 Uhr morgens. Wenn er das mit Ja beantworten kann, dann schaut er noch, ob er über 15% Akku hat. Wenn er das auch mit Ja beantworten kann, dann geht es quasi weiter. Falls dann der Wert von Power unter 600 Watt liegt, also wenn quasi hier unter 600 Watt verbraucht werden, was hier aktuell, ich glaube, waren 70, 80 Watt oder so, warten wir doch mal ganz kurz. Na, komm schon. Genau, oh, guckt sogar noch weniger. 43,2 Watt aktuell, ja. Wenn dieser Wert quasi unter 600 liegt, dann soll doch bitte hergegangen werden und der Wert von dem Joyit-Netzteil, also hier von Command, hier oben, also quasi der Command-Teil, soll hier eingestellt werden auf jetzt hier zum Beispiel aktuell 0,43, also ne, guck, der steuert das jetzt hier quasi immer live nach, ne? So, je nachdem wie viel Watt halt da eben Verbrauch ist, und das wird quasi auch immer gerundet nach String, runde den Wert von Power geteilt durch 60, und das ist das, was ich eben anfangs gesagt habe, auch hier mit zwei Nachkommastellen, weil wir haben den Output von Volt von dem Labornetzteil dauerhaft auf 60 Volt eingestellt. Das heißt, wir gucken, wie viel Wattverbrauch haben wir, ne? Also über den Shelly 3M, wie viel Watt wird gebraucht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt quasi hier 100, also quasi wenn jetzt aktuell 100 Watt Verbrauch durch den Shelly 3M gemessen werden würden und diese dann eben geteilt durch diese 60 Volt, die ja fest eingestellt sind bei unserem Labornetzteil, ne? Dann würden wir hier auf 1,6 oder knapp Periode 6 oder 1,66, das wird ja auf zwei Nachkommastellen gerundet, 1,66 Ampere eingestellt werden. Und dann würden wir quasi am Endeffekt mit 60 Volt mal 1,66 Ampere, würden wir quasi bei diesen 100 Watt dann am Ende rauskommen, die dann über den Wechselrichter geliefert werden würden. Ne? Das ist halt eben das, was wir jetzt hier sagen. Und wenn, und das ist mir jetzt auch wichtig, sobald der Wert, kann ja auch mal passieren, mal über 600 liegen soll, also sobald wir einen Verbrauch von über 600 Watt haben, soll bitte maximal die Amperezahl auf 10 gestellt werden. Liegt einfach daran, unser Netzteil, gut, es kann glaube ich 720 Watt liefern, das Labornetzteil von Joyit, weil wir das hochwertigere Netzteil drin haben. Aber unser Wechselrichter, der kann halt aktuell, nach aktueller Gesetzeslage, nur 600 Watt liefern. Ich könnte mir vorstellen, dass es von Akkurat in Zukunft, wenn wir auf die 800 Watt jetzt eben kommen, auch Netzteile, Wechselrichter geben wird, die 800 Watt liefern können, die vielleicht auch aktuell noch 600 Watt liefern und später dann abgegradet werden können auf 800 Watt oder ein Software-Update oder sowas einfach nur, dass man das freischalten kann. Aber aktuell mit dem, was ich jetzt hier halt habe, haben wir halt einen Wechselrichter, der 600 Watt liefert, und deswegen sagen wir hier auch maximal, möchten wir das Ganze mit 600 Watt befeuern, da soll nicht mehr drüber laufen. Ja? Genau, das ist halt eben das, was jetzt hier wichtig ist. Genau. Das habe ich jetzt hier quasi so im Programm eingestellt. Und wenn wir jetzt quasi hier mal die Werte live beobachten, jetzt gehen wir einfach mal hier unten, ne, sehen wir jetzt quasi immer live den Verbrauch, ja, 51 Watt jetzt aktuell. Und jetzt können wir hier oben quasi gucken, beim Joyit-Netzteil haben wir aktuell 0,86 Ampere
können wir jetzt uns einfach mal ausrechnen. Machen wir jetzt hier den Rechner nochmal auf. Können wir quasi immer die Gegenprobe machen. Dauerhaft eingestellt sind 60 Volt. Ne? Jetzt könnten wir 60 mal 0,89 rechnen und kommen wir auf 53,4. Jetzt scrollen wir ein bisschen runter. Ja gut, jetzt sind wir bei 54, 56, also es variiert. Jetzt guck mal, jetzt steigt es aktuell 59, sehen wir hier oben aber auch 0,99, 1,07 mal 60 sind wir bei 64,2. Also ihr seht, ne, das kommt schon ganz gut hin. Jetzt hier genau 1,1 und jetzt sind wir hier wieder bei 60. Also ne, das wird immer quasi live nachgesteuert. Und dadurch, dass wir diesen Wert immer hier vom Joyit-Netzteil live nachgesteuert bekommen, über unser Programm, was wir da gemacht haben, wird quasi der Wechselrichter auch immer mit dem versorgt, was aktuell hier vom Shelly 3EM abgelesen wird, was im Haus verbraucht wird. Ne? Das ist jetzt so aktuell das Programm. Hier könnte es eventuell auch noch ein kleines Problem geben. Da müssen wir vielleicht mal dann gucken, ob wir hier eventuell ein paar Timer reinsetzen noch. Das kann die Community ja auch gern mal mitmachen, wenn ihr möchtet. Und zwar könnte man hier vielleicht jetzt noch so Schleifentimer mit reinmachen, dass zum Beispiel nur einmal alle 5 Minuten geschaut wird, welcher Wert jetzt gerade von dem Shelly 3EM gemessen wird, wie viel Verbrauch wir haben. Dann wird quasi das Joyit-Netzteil, ne, ich zeige es nochmal ganz kurz hier anhand von dem hier. Wir könnten es dann auch so machen, dass quasi nicht dauerhaft live nachgeregelt wird, sondern wir könnten auch zum Beispiel das alle 5 Minuten machen lassen, dass wir quasi sagen, okay, alle 5 Minuten, der IO-Broker steuert das Ganze ja, alle 5 Minuten schaut der hier beim Shelly 3EM auf der Phase, wie viel Verbrauch haben wir denn gerade. Wenn wir da zum Beispiel jetzt gerade 100 Watt Verbrauch lesen, dann wird quasi, und wir zwischen 19 und 7 Uhr morgens war das, glaube ich, nee, 8 Uhr morgens, jetzt habe ich ja nur auf 17 gestellt für das Video, jetzt, damit wir es mal live sehen, aber jetzt, ne, angenommen, wir haben zwischen 19 und 8 Uhr morgens und es wird gerade 100 Watt hier gemessen, die verbraucht werden, dann wird quasi an das Joyit-Netzteil gesagt, hey, pass mal auf, wir haben 100 Watt, das heißt, 60 Volt sind ja dauerhaft eingestellt, das heißt, es wird auf 1,66 Ampere eingestellt und die werden dann quasi aus dem Akku gezogen und hier an das Haus geliefert. Jetzt könnte es aber zum Problem kommen, weil ab dem Moment, wo das Joyit-Netzteil ja an den Wechselrichter den Strom von 1,66 Ampere und 60 Volt liefert, also sprich diese entsprechenden 100 Watt, würde ja live hier genau 0 Watt gemessen werden. Ne? Weil wir haben ja quasi anfangs eine Verbrauchsmessung von 100 Watt, ja, die quasi an Verbrauchern da sind, ne? Verbraucher, die 100 Watt ziehen. Ne? Und wenn jetzt aber in dem Moment, wo der Verbrauch von 100 Watt gemessen wird, hier quasi über den Wechselrichter 100 Watt auch reingeliefert werden, dann haben wir ja quasi eine Messung von 0. Ja, das heißt, bei der nächsten Nachregelung würde ja quasi 0 eingestellt werden, 0 Ampere, weil wir sagen, naja, es ist ja quasi gerade 0 auf 0. Wir haben ja quasi keinen Verbrauch. Und deswegen könnte man sagen, okay, man macht einen Timer rein und misst das quasi alle 5 Minuten nach. Okay, 100 Watt, okay, stellen wir 1,66 Ampere ein, liefern das für 5 Minuten. Danach schalten wir das Labornetzteil wieder aus, also auf 0 Ampere, dass wir quasi keine Stromzulieferung über den Wechselrichter haben. Und messen erst, wenn das hier wieder auf 0 steht, dann wieder erneut, wie viel Watt wir jetzt hier laufen haben und stellen dann quasi für die nächsten 5 Minuten den nächsten Wert ein. Ja, das könnte man quasi auch so immer dann hin und her schaukeln, dass quasi ein Wert immer nur für 5 Minuten eingestellt ist, danach wird ausgeschaltet und ja, da müsste man aber gucken, je nachdem was für eine Anlaufzeit so ein Wechselrichter hat, ob sich das lohnt, dass alle 5 Minuten zu machen oder alle 10 oder whatever. Ne, dass man das quasi einfach sporadisch macht, also temporär macht. Und genau da ist nämlich jetzt auch der Punkt, wenn man das mit dieser Regelung so macht, dann könnte man auch einfach hergehen und sagen, okay, pass mal auf, ich habe jetzt über die Nacht verteilt, Pi mal Daumen, eigentlich die meiste Zeit 50 Watt. Ja, ab und zu mal für 2-3 Minuten geht der Kompressor vom Kühlschrank an, dann habe ich mal
100 Watt, 150 Watt, keine Ahnung. Aber die meiste Zeit sind es zum Beispiel 50 Watt. Dann könntet ihr euch auch einfach ein Netzteil besorgen. Kein Labornetzteil hier von Joyet, so ein teures Ding. Sondern ihr könntet auch einfach irgendein x-beliebiges Netzteil nehmen, womit euer Wechselrichter anspringt, was ihr dann quasi an dem Speicher anschließt. Und dadurch, dass wir die Blue Yeti AC200 Max AC-seitig auch steuern können, das heißt, wir können ja die AC-Seite ein- und ausschalten und auch genau die DC-Seite ein- und ausschalten. Ich würde allerdings euch raten, die AC-Seite dafür zu benutzen. Ja, ich weiß, ihr habt da mehr Verluste, als wenn ihr einfach DC-seitig das Ganze macht. Problematisch, oder ja doch, ihr könnt es auch DC-seitig machen und dann halt mit einem DC-Relais oder sowas das Ganze bauen, aber ich persönlich würde es halt so machen, ihr könnt es ja so machen, wie ihr möchtet. Ich würde halt auf der DC-Seite, auf der DC-Seite das die ganze Zeit anlassen, weil da habe ich nämlich mein ESP32 die ganze Zeit drin stecken. Und wenn ihr das DC-seitig ausmachen würdet, würde das auch alles ausgehen und das wollen wir nicht. Deswegen lasst das an. Und AC-seitig könnt ihr einfach irgendein Netzteil dran klatschen, was quasi euer Wechselrichter versorgt, was vielleicht dauerhaft auf 60 Watt, 50 Watt, whatever eingestellt ist. Und dann halt die ganze Nacht über eine Einspeisung von 60 Watt zum Beispiel liefert. Ja, das könnt ihr euch ja so einstellen. Und trotzdem haben wir ja hier, also das Programm könntet ihr trotzdem so verwenden. Ne, quasi zwischen, jetzt, ich mach's, stelle es mir mal wieder hier zurück, zwischen 19 und 8 Uhr wird das quasi nur gemacht. Und auch dann quasi nur, solange wir über 15% Akku zum Beispiel haben, kann man trotzdem so machen. Nur, dass wir dann hier im Endeffekt einfach die Energiemessung sozusagen rausnehmen können. Und dann haben quasi einfach eine Zeitschaltuhr, die ab 19 Uhr das Ding anmacht und um 8 Uhr wieder ausmacht. Solange wir quasi über 15% Akku haben. Ja, also die Energiemessung braucht man jetzt hier in dem Fall theoretisch dann nicht. Die ist halt nur für die Nachregelung über das Joyet-Netzteil. Ich habe definitiv Videos gesehen von Leuten, die ihren Wechselrichter mit einem Labornetzteil ans Laufen gebracht bekommen haben. Ja, oder mit irgendeinem anderen Netzteil ans Laufen gebracht bekommen haben. Ich weiß nicht, aus welchem Grund jetzt hier in dem Fall unser Netzteil, was wir jetzt von T-San haben, nicht startet mit dem Labornetzteil von Joyet. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, bei anderen gesehen, dass die das ans Laufen gebracht haben. Die haben vielleicht einen anderen Wechselrichter gehabt. Die haben, weiß ich nicht, irgendwas war da anders. Und die haben auch teilweise Joyet-Netzteile verwendet, aber DC-Netzteile von Joyet und nicht quasi dieses AC-Labornetzteil, wo auch DC letzten Endes rauskommt. Ich vermute mal, dass da irgendein Schutzmechanismus drin ist, irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas kann man bestimmt aber noch dazwischen bauen, damit das Ganze funktioniert. Und da einfach mein Appell an euch, haut einfach mal in die Kommentare zum einen vielleicht eure Vorschläge, was man dazwischen setzen könnte, weil es ist quasi 99% fertig, das Projekt. Es fehlt nur noch dieses eine Prozent, und zwar, dass eben das der Wechselrichter mit dem Joyet-Netzteil ans Laufen bringt. So, ich habe sehr viel nachgelesen, da schreiben viele Leute, das hat was damit zu tun, dass die Labornetzgeräte keine Diode nachsimulieren können, weil quasi ein Photovoltaikmodul wohl einen Diodenstrom liefern soll und das kann so ein Netzteil nicht nachliefern und der Wechselrichter würde prüfen, quasi, ob das jetzt so ist oder nicht. Weiß ich nicht, inwiefern das stimmt. Und was ich auch ganz viel gelesen habe, ist, dass an dem Eingang von so einem Wechselrichter, dass da richtig heftige Kondensatoren wohl sind und die würden quasi wie so eine Art Kurzschluss erzeugen oder weil die halt so viel ziehen, würde das Netzteil damit überfordert sein und dann halt direkt ausschalten. Vor allen Dingen, man sieht auch, wenn ich das einschalte, das geht von der Wattzahl kurz hoch und geht dann sofort wieder runter und schaltet sich halt eben, also liefert dann keinen weiteren Strom mehr. Wenn ich aber mit dem Labornetzteil zum Beispiel mein Handy lade oder mein Laptop lade oder sowas, das alles funktioniert, nur der Wechselrichter will halt damit nicht starten. Also am Labornetzteil liegt es auf jeden Fall nicht, da ist nichts kaputt oder so. Aber ja, der Wechselrichter möchte halt nicht starten. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich halt irgendwas dazwischen baue zwischen quasi dem Labornetzteil und dem Wechselrichter irgendwas, was sich da vorher aufladen kann oder irgendwie so, könnte das dann funktionieren. Genauso wie wenn ich jetzt halt da
aus der AC200 Max einfach irgendein anderes Netzteil nehme, womit quasi dann mein Wechselrichter anspringen kann, was zum Beispiel 60 Watt die ganze Zeit liefert, was ich dann über die Nacht verteilt die ganze Zeit dauerhaft 60 Watt einspeisen kann oder so, solange ich halt die 15% Akku habe. Also ne, prinzipiell so haben wir sehr viel Daten in unserer Smart Home Zentrale, worüber wir verschiedene Ansatzpunkte haben, worüber wir unser Balkonkraftwerk smart steuern können und auch smart die Energie, die in der Batterie drin ist, die wir tagsüber geladen haben, entladen können über Nacht. Da also gibt es verschiedene Variationen, wie wir das Ganze dann machen können. Man könnte jetzt zum Beispiel auch mehrere Netzteile zum Beispiel setzen. Ein 100 Watt Netzteil, ein 50 Watt Netzteil zum Beispiel, wenn man jetzt dann zwei hat. Damit kann ich gleich drei Abdeckungen machen. Da können wir nämlich dann trotzdem zum Beispiel die Abfrage über den Shelly 3EM noch machen. Dann könnten wir zum Beispiel bei niedrigem Verbrauch schalten wir nur das 50 Watt Netzteil ein. Bei etwas höherem Verbrauch schalten wir das 50 Watt Netzteil aus und schalten nur das 100 Watt Netzteil ein. Und wenn der Verbrauch noch höher ist, schalten wir beide Netzteile ein und haben dann 150 Watt. Das heißt, wir könnten an unser Haus 50 Watt liefern, 100 Watt liefern oder 150 Watt liefern. Und mehr als 150 Watt, das ist schon sehr hoch gegriffen, werden wir über Nacht sehr wahrscheinlich in unserem Haus nicht haben. Also wir haben halt quasi die ganz normale Grundlast, was einfach unser Router ist, unser Telefon ist, die Standby-Geräte wie Fernseher, Receiver etc. pp., der Kühlschrank, ne, das sind alles diese Geräte, die einfach als Grundlast, die dauerhaft da sind, die dauerhaften Stromverbrauch haben. Und das wollen wir abdecken. Vielleicht auch halbwegs smart abdecken. Deswegen, ich sag mal, wenn man jetzt zwei Netzteile, eins mit 50 Watt, eins mit 100 Watt und dann kannst du quasi ne, 50, 100 und 150 abdecken. Das ist quasi fast genauso smart, wie wenn ich jetzt hier quasi dauerhaft nachregeln kann. Und wir sind damit sogar noch etwas günstiger, als wenn wir das mit dem Joyet-Netzteil machen und ihr habt einen Schritt weniger an ESP32 Programmierarbeit. Also wobei, Programmierarbeit habt ihr ja nicht wirklich. Ihr könnt sie einfach alles copy and pasten. Ist ja im Forum bzw. auf GitHub alles da. Ihr müsst einfach nur kopieren, einfügen und dann funktioniert das. Genau. In diesem Sinne, damit ist das Projekt quasi fertig. Also wenn ihr das hier quasi so kopiert habt und dann jetzt quasi noch dieses 1% fertig halt gelöst habt, dass es quasi zwischen dem Labornetzteil und dem Wechselrichter funktioniert oder ihr statt dem Labornetzteil, wie gesagt, diese Variation gemacht habt mit den zwei Netzteilen, einmal 50 Watt und 100 Watt, dann seid ihr quasi good to go und das Ganze kann direkt laufen und ja, ich bin sehr zufrieden, also wir haben das jetzt hier so schon tatsächlich die ganze Zeit im Einsatz. Aktuell hauptsächlich halt ein Panel, was halt tagsüber einspeist und ja, der Akku wird halt die ganze Zeit geladen, aber entladen. Aktuell nutzt meine Oma tatsächlich die Steckdosen direkt an der AC200 Max, um zum Beispiel da den Strom zu entnehmen, um zum Beispiel das Treppenhaus zu staubsaugen etc. pp., um halt dann den Strom aus der AC200 Max rauszubekommen, der tagsüber eingespeist wurde. Also man kann auch einfach quasi die Steckdosen an der AC200 Max selbst verwenden, um dort den Strom direkt rauszubekommen, der jetzt tagsüber da eingespeist wurde, also reingespeichert wurde. Kann man auch so machen. Nur, wie gesagt, ich suche aktuell immer noch nach einer Lösung, um dieses 1% noch hinzubekommen, dass quasi der Wechselrichter direkt mit dem Joyet-Netzteil funktioniert. Nur das Problem ist, wir haben jetzt hier halt auch einen gewissen Zeitrahmen für diese Kooperation halt eben gehabt mit Akkurat. Und der neigt sich jetzt leider dem Ende zu. Deswegen konnte ich das Projekt leider nicht komplett fertig machen. Aber diese 99% sind, denke ich mal, schon ziemlich cool. Und ihr müsst jetzt im Endeffekt nur noch dieses 1% rausfinden. Beziehungsweise, wenn ich es rausfinde, wie gesagt, schreibe ich es euch auch in die Kommentare oder ins Forum. Oder Akkurat wird es vielleicht nochmal ins Forum schreiben. Und ich denke mal, auch Akkurat wird sehr aktiv hier in den Kommentaren mit unterwegs sein, auch im Forum mit unterwegs sein. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Fragen noch habt, haut's ins Forum, haut's in die Kommentare. Ich denke mal, die Jungs und Mädels von Akkurat werden auch ganz fleißig und aktiv mit dabei sein, hier die Kommentare zu beantworten. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da. Schreibt ein bisschen was Nettes in die Kommentare. Fandet ihr auch, das ist ein cooles Projekt, das Ganze mal irgendwie zu versuchen, auf eine smarte Art und Weise irgendwie selber zu steuern. Ich meine, klar, es gibt auch so fertige Systeme, womit man das alles steuern kann.
Ist auch alles schön und gut, nur mein Anspruch war hier einfach mal zu versuchen, das Ganze irgendwie selbst auf die Beine zu stellen und quasi mit einem Balkonkraftwerk, was quasi schon da ist oder was man sich vielleicht noch holt oder so, so umzusetzen, dass man das irgendwie selbst in die Hand nimmt und selbst irgendwie so smart macht und selbst so steuert, weil das hat immer den Vorteil, wenn irgendwo an irgendeiner Stelle etwas nicht funktioniert oder so, dann weiß man ganz schnell, wo man quasi dann nachregulieren kann. Oder dadurch, dass wir die gesamte Kette eben selber smart gemacht haben, können wir das halt auch viel mehr individualisieren auf unsere Bedürfnisse, als wenn wir jetzt irgendein Fertigsystem kaufen, was dann vielleicht nochmal zusätzlich keine Ahnung wie viel kostet. Und so hat man halt auch, ne, das ist ja auch der Anspruch hier bei uns auf dem Kanal, wir haben sehr viele Leute, die zu Hause sitzen, die einfach selber ein bisschen was basteln wollen, selber ein bisschen gucken wollen, wie funktioniert das, wie kann ich das an meine Bedürfnisse anpassen. Und das ist halt das, was wir hiermit quasi gemacht haben. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, kommentieren und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gebt mir einen großen Support und ermöglicht mir weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal. Ja, da ist das Video aber doch noch nicht ganz fertig. Ich habe gerade das Video fertig geschnitten. Das Video geht jetzt aktuell, wo ich es geschnitten habe, 59 Minuten und 55 Sekunden. Wie ihr seht, ist es aber doch noch nicht ganz fertig. Inzwischen ist auch dunkel draußen. Und zwar wollte ich euch noch hier eine Kleinigkeit zeigen. Ich mach mal... Wir haben nämlich hier noch etwas. Und das hier wird eventuell, habe ich mal so gehört, eventuell innerhalb der nächsten paar Tage auf Instagram rausgehauen. Deswegen haltet einfach mal die Äuglein offen auf Instagram. Da werde ich nämlich dann in meinen Stories, dort heißt übrigens auch Schimmer Media HD, das heißt auf Instagram auf jeden Fall reinfolgen. Und auf jeden Fall auch das Video hier kommentieren, weil ich möchte, dass ihr mir dann auf Instagram auf eine gewisse Story, ich werde euch dann sagen, hier diese Story, bitte auf diese Story antworten. Und dann sagt ihr mir dort, welchen Kommentar ihr geschrieben habt. Vielleicht mit einem Screenshot oder sowas, könnt ihr mir dann in Instagram schicken. Und dann suche ich mir auf jeden Fall einen aus, der hier, das ist nämlich die AC200P. Ist leider nicht die Max, das ist quasi das erste, was mir akkurat zugeschickt hat, nämlich die AC200P anstatt der AC200 Max. Aber ich habe halt gesagt, bevor wir die AC200P jetzt irgendwie für gar nichts benutzen oder sonst irgendwas, lass uns doch ein Gewinnspiel draus machen, hauen wir das einfach an die Zuschauer raus. Ich meine, klar, kann man jetzt zwar nicht smart machen, das Ding, aber wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid hier mit dem Camper oder sonst irgendwie was oder unterwegs generell irgendwo seid und ihr braucht da einfach mal ein bisschen Strom, dann könnt ihr das Ding hier aufladen, habt hier Steckdosen, könnt es quasi einfach aufladen und könnt dann unterwegs Steckdosen benutzen, könnt zum Beispiel euch mit dem Ding mitten irgendwo in den Wald, ins Feld oder sonst wo hinsetzen und könnt eine Runde zocken, wenn ihr Bock habt. Also einfach mal auf Instagram in den nächsten Tagen, Wochen, muss ich mir genau überlegen, wann ich das mache, einfach mal die Augen offen halten und dann gucken wir mal. So, jetzt war wirklich... Abschalten, abschalten!